A1. Die Skizze zeigt das gleichschenklige Trapez ABCD mit der Höhe DE. Es gilt, AB sind 11 cm, AE sind 4 cm, der Winkel BAD sind 60 Grad. Berechnen Sie die Länge der Strecken DE und DC, zeigen Sie sodann rechnerisch, dass für den Flächenhalt A des Trapezes ABCD gilt. Flächenhalt sind 28 mal Wurzel 3 Quadratzentimeter. Und zusätzlich haben wir noch ein Teilergebnis mit DC gleich 3 cm. Okay, fangen wir mal an. Wir wollen zuerst die Strecke DE berechnen. Markieren wir mal alles, was wir gegeben haben. Wir kennen AB mit 11 cm. Die liegt hier. Wir kennen AB mit 4 cm und zusätzlich kennen wir den Winkel BAD mit 60 Grad. Wenn ich jetzt die Strecke DE berechnen möchte, suche ich mir ein Dreieck, in dem diese Strecke drin liegt und in dem wir möglichst viel kennen. Und das sehen wir schon, das Dreieck AED passt perfekt. Es ist ein rechtwinkliges Dreieck, also gelten Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras. Und wir kennen einen Winkel sowie eine Seite. So, Pythagoras können wir leider nicht anwenden, weil dafür bräuchten wir die dritte Strecke, die Strecke AD. Also Sinus, Cosinus und Tangens. Gucken wir mal in die Formelsammlung rein, was uns die Formelsammlung über Sinus, Cosinus und Tangens verrät. Ja, dann haben wir hier Sinus, Cosinus und Tangens. Identifizieren wir erstmal, was wir alles haben. Die Hypotenuse liegt gegenüber vom rechten Winkel. Die ist in dem Fall unbekannt. Dann haben wir hier noch einen Winkel und eine Seite, die an dem Winkel anliegt, also die Ankathete. Und die Gegenkathete zu diesem Winkel ist gesucht. Also brauchen wir etwas, das mit Ankathete und Gegenkathete funktioniert. Und wenn wir hier in die Formel reinschauen, das ist dann unser Tangens. Also folgt daraus, Tangens von Winkel BAD ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. So, setzen wir bekannten Größen ein. Tangens von BAD waren 60 Grad, ist gleich unsere Strecke DE, die suchen wir da, geteilt durch die 4 cm von AE. So, umformen, dass DE alleine steht. Hier haben wir unten haben wir die 4 im Nenner stehen. Kriegen wir weg, indem wir mit 4 multiplizieren. Und dann folgt daraus, 4 mal Tangens 60 ist gleich die Länge von DE. Da wir jetzt keinen Taschenrechner benutzen dürfen, brauchen wir wieder die Formelsammlung zur Hilfe. Also müssen wir nachschauen, was ist denn Tangens von 60? Da gibt es hier in der Formelsammlung eine schöne Tabelle, in der da alles drin steht. Ja, jetzt habe ich hier natürlich was markiert, was ich nicht wollte. So, da habe ich hier den Tangens, hier habe ich die Gradzahlen. Tangens von 60 ist also Wurzel 3. Können wir also hergehen und sagen, 4 mal Wurzel 3 ist die Strecke von DE. So, vereinfachen können wir nichts mehr. Wurzel 3 muss stehen bleiben. Wir sehen hier vielleicht auch hier im Ergebnis, es muss irgendwas mit Wurzel 3 im Flächenhalt rauskommen. Das passt also schon ganz gut. Ja, DE wäre damit fertig. Wir brauchen als nächstes, was war es, die Strecke DC. So, hier fahren wir wieder ganz nach oben. Vielleicht brauchen wir das später nochmal. Gut, DC. Schauen wir es uns an. DC liegt hier oben. Ja, wie komme ich da jetzt drauf? Es gibt kein Dreieck, wo das schön drin läge oder mit dem man schön rechnen kann. Aber wir haben eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft hier drin versteckt. Nämlich, es ist ein gleichschenkliges Trapez. Das heißt, dieser Schenkel hier drüben ist genau der gleiche wie der Schenkel hier drüben. Was bedeutet das, wenn ich das Dreieck hier so abspalte? Mal skizzenhaft, dann kriege ich hier wieder eine Strecke, nennen wir mal den Punkt F, der ist wieder genauso lang, also 4 cm genauso wie AI, gleichschenklich. Ich habe also hier eine Symmetrieachse drin. Ja, und damit kann ich jetzt eigentlich CD nämlich sehr einfach berechnen, indem ich die AB nehme und einmal hier die AE und einmal die FB abziehe und dann bleibt die DC übrig. Also DC ist gleich AB minus, was hat man, AE minus FB. Ja, den Punkt F habe ich jetzt einfach dazu genommen. Kann man irgendwie benennen oder man könnte jetzt auch minus 2 mal AE schreiben. Das ist gleichgültig. So, wie groß war es jetzt nochmal? AB waren 11 cm.
Minus AE waren 4 und FB waren ebenfalls 4. Und 11 minus 4 minus 4 sind 3 cm. Und das steht ja auch hier im Teilergebnis drin, dass DC 3 cm sein sollen. Perfekt, haben wir den Teil schon mal gelöst. Jetzt zweite Aufgabe hier drin. Ich hätte eigentlich oben die Strecken noch markieren können, egal. Zweite Aufgabe, man soll zeigen, dass der Flächeninhalt diese Größe annimmt. Okay, Flächeninhalt von einem Trapez. Wenn man es nicht mehr weiß, wir haben ja die Formelsammlung trotzdem zur Verfügung. Wir gehen ins Trapez, besondere Vierecke. Und wo finden wir es? Hier unten haben wir den Flächeninhalt des Trapezes, stehen die Formel dazu. Die übernehmen wir jetzt und setzen halt unsere Größen ein. Also Flächeninhalt Trapez ist gleich 0,5 mal. So, eine Klammer auf. Und das heißt es hier a plus c mal h. Jetzt müssen wir mal überlegen, was a und c hier in unserem Trapez sind. A und c entsprechen hier den parallelen Seiten. Ja, deswegen brauchen wir jetzt auch oben von unserem Trapez die parallelen Seiten. Das sind die Strecken AB und die Strecke CD. Das hat ja auch einen Hintergrund, warum das Teilergebnis angegeben ist, nämlich weil man das später wieder braucht. Also jetzt wieder braucht. Also AB plus CD oder DC ist vollkommen egal. Und hinten dran nochmal H. Und H ist nichts anderes als die Höhe im Trapez. Schauen wir wieder an. Aha, die Höhe vom Trapez, die haben wir ja eigentlich schon. Das ist nichts anderes als das, was wir gerade in der Strecke DE ausgerechnet haben. Und die Strecke DE haben wir hier stehen. Also nach hinten dran, mal die Höhe, mal die Strecke DE. Setzen wir alles ein. 0,5 mal AB waren 11 plus CD waren 3 und mal DE, schauen wir uns nochmal nach, hier haben wir 4 mal Wurzel 3. So, das rechnen wir jetzt noch auf. Erst die Klammer, 11 mal 3 sind 14, 0,5 mal 14, also die Hälfte von 14 sind 7. 7 mal 4 mal Wurzel 3 und 7 mal 4 sind 28, also 28 mal Wurzel 3 Quadratzentimeter. Überprüfen wir nochmal mit dem Ergebnis. Aha, jawohl, stimmt. 28 mal Wurzel 3 Quadratzentimeter. Wir haben hier alles richtig und vollständig ausgerechnet.